Hi, Biggie hier von Big Move, Bewegungsstudio für ganzheitliche Fitness in Bachenbülach in der Schweiz. Ich hatte letztens ein Gespräch, beziehungsweise ich habe mich so ein bisschen ausgeheult, dass ich es einfach nicht verstehe, warum der Mensch, sage ich jetzt mal, noch immer darauf abfährt, wenn man ihn bezüglich, ich sage jetzt dem Fitnesstraining, und ich sage jetzt mal verarscht. Dass es wirklich so ist, also es wurde mir ja auch schon angeraten, es wurde mir auch schon angeraten, dass ich halt soll über diese Abnehmschiene, über diese Bodyforming-Schiene kommunizieren nach außen. Und dann quasi, wenn ich dann die Leute mal an der Angel habe, dann kann ich ja dann zeigen und erklären, worum es wirklich geht und was denn Big Move wirklich ist und was Fitness wirklich mit dir macht und was du wirklich willst und, und. Ich habe das versucht, ich habe das gemacht. Der Erfolg, sagen wir mal so. Es hat funktioniert, aber es waren nicht unbedingt so die Leute, Menschen, mit denen ich arbeiten möchte, einerseits. Auf der anderen Seite waren die Leute, Menschen dann auch nicht so glücklich mit mir zu arbeiten, weil ich irgendetwas Plakatives rausgeschrien habe, was ich ja danach gar nicht erfülle, wobei im, wie sagt man jetzt dem, im Abgang dann schon. Warum funktioniert Fitnesstraining bei so vielen nicht? Warum gehen sie mit so einer Wahnsinnsmotivation oder was es dann auch immer ist, auf alle Fälle mit einem riesen Enthusiasmus ins Fitness, buchen sich die krassesten Abos sowieso gleich für ein Jahr, wenn nicht gleich zwei. Und dann, ja, das steht doch, wenn ich das mache und so, bababa, und es wird lustig sein und ich werde Leute kennenlernen und ich werde abnehmen und ich werde endlich die Figur haben, die ich will und alle meine Wünsche werden erfüllt sein. Und ich frage mich halt, Mensch, Leute, wie lange noch? Wie lange wollt ihr diesen Scheiß noch aufgetischt bekommen? Wann dürfen wir endlich ehrlich mit euch sprechen? Was soll denn das? Ich meine, wir haben nicht mehr die 50er, 60er Jahre, wo das alles so ein bisschen begonnen hat. Da verstehe ich es ja noch. Aber mittlerweile, wie gesagt, kannst du das seit 40, 50 Jahren beobachten, was da genau geschieht und was eben nicht geschieht. Und selbst wenn du dein primär gedachtes Ziel, du willst abnehmen, erreichst, dass du doch irgendetwas vermissen wirst. Es ist genau das Gleiche wie so mit dieser Karriereleiter, die man da ja einfach unbedingt hochgehen muss. Jeder Jobwahl, jede Jobwahl hat immer gleich den Beigeschmack, ja, was kann man da dann noch werden? Was sind die Aufstiegsmöglichkeiten? Als wenn das das absolute Glück wäre, aufzusteigen. Genauso ist es beim Abnehmen. Irgendwo glauben wir, dass es das absolute Glück ist, wenn wir abgenommen haben. Ja, jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten. Sprich mal mit Menschen, die schlank sind. Sprich mal mit Menschen, die abgenommen haben. Schau mal, ob du auch schon mal schlanker warst, ob deine Diäten zwischenzeitlich Erfolg hatten. Und wie ist es dir gegangen und wie stabil ist das geblieben? Und was würdest du heute sagen, braucht es denn, um glücklich zu sein? So, das ist ganzheitliche Fitness. Beweg dich. Mach Muskeltraining, tanze, mach Yoga, mach Pilates, atme, bring deinen Puls auf 180 und wieder runter. Kümmere dich um deine Kohlenhydrate und. Aber kümmere dich um dein Wohlbefinden.
Und das eine hat ein bisschen mit dem anderen zu tun, aber es ist nicht Wohlbefinden, schlank zu sein. Es kann dazu beitragen, weil schlank sein vielleicht ein Zeichen ist davon, dass man irgendwo im Leben ausgeglichen ist. Aber eben auch das, es kann ein Zeichen sein. Es kann aber auch ein Zeichen sein, dass du krank bist. Also es ist, weißt du, wie ich meine? Es gibt keine Sicherheit in diesem verdammten Wahn nach dieser, ich weiß nicht was für eine Art von Figur. Wohlbefinden, das ist das, was du willst. Und natürlich kombinierst du oder koppelst du dein Wohlbefinden an eine Kleidergröße. Das ist auch absolut legitim, aber sei dir bewusst, dein wahres Ziel ist dein Wohlbefinden. Und das ist das, was ich dir sagen möchte. Ich will nicht rausgehen und komm zu Big Move und du wirst schlank. Ja, vielleicht. Aber komm zu Big Move und kümmere dich um dein Wohlbefinden. Und wenn du da merkst, das geht tiefer, es kann auch das sein, dass du so ein bisschen viele Leute, oder es ist ja auch so, also das ist eine schwierige Aussage, weil wenn es dich betrifft, dann hörst du es nicht. Und die es nicht betrifft, ja, die betrifft es ja eben nicht, aber vielleicht nutzt es doch, wenn wir uns dessen einfach immer wieder mal bewusst werden, die Oberflächlichkeit, die wir in unserer Gesellschaft leben. Und alle, ja, das ist wirklich schlimm und ja, Ey, das beginnt schon dabei, wie du dein Auto einparkierst. Weil es gibt einfach noch andere Menschen links und rechts. Und diese Oberflächlichkeit, dass nur, also ich sage jetzt mal, ein Figurtraining ist natürlich viel weniger anspruchsvoll, als wenn wir uns um dein Wohlbefinden kümmern. Weil da kommen noch andere Schichten mit dazu. Da darfst du dich mit dir auseinandersetzen. Da darfst du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen, mit deiner aktuellen Situation, mit deinen Wünschen, mit deinen Zielen, mit deinem Partner. Ja, da darfst du dich mit dem Leben auseinandersetzen. Hallo, wer auch immer mir zuschaut, die Giovanna sehe ich, hey. Und das meine ich damit. Na, ist denn nicht oberflächlich anstrengend? Vielleicht gibt es ja da noch Zwischenwege und ich behaupte ja, weil mein Weg ist der liebevolle Weg. Ein sanfter Weg. Weg von diesem, oder? Ich meine, man kann sich sein Bewusstsein und seine Achtsamkeit, ja, die kann man sich antrainieren. Es gibt tonnenweise von Kursen und Schulmaterial. Und jetzt machen wir Achtsamkeit. man kann aber auch sagen, du, ich mache ein bisschen und das, was heute geht, geht und das, was morgen geht, geht morgen und vertrauen, dass das System mir schon das zur Verfügung stellt, was mir jetzt nutzt, was mir jetzt gut tut. Und alles, was sich anstrengend anfühlt, braucht es jetzt nicht. Du bist noch nicht so weit, deine Systeme sind noch nicht so weit. Vertrau, dass das, was sich gut anfühlt, genau das ist, was dir jetzt am besten tut, auf dem Weg ins Wohlbefinden. Und ich habe mal irgendwo so ein Ding gemacht, ganzheitliche Fitness ist Geschmeidigkeit, ich weiß gar nicht mehr, Gelassenheit und ein geiler Arsch. Das gehört schon auch dazu. Das darf sein, aber sieh es als einen kleinen Teil davon oder von mir ein größerer Teil. Auch da, siehst du, es gibt so viel Spielraum und ich glaube, dieser Spielraum ist es, was viele überfordert. Und meine Arbeit, die ich jetzt nebst Big Move mache, also ich sage, ich bin da meine Coaching-Arbeit, aber ich suche immer noch ein anderes Wort, weil ich bin kein Coach. Also schon, aber ich finde Coach ist so ausgelatscht.
meine Arbeit ist dir deinen Spielraum zu zeigen, beziehungsweise ihn dir als annehmbar zu zeigen, dass du dich einfach in diesem weiten möglichen Raum, den das Leben uns bietet, dich da wohl zu fühlen, dich da nicht zu verlieren und vor lauter Angst, unbewusst, dass du, das ist dann so, ich weiß dann gar nicht zurecht, dass du dich dann dem Raum schon gar nicht hingibst. Das ist schade, das ist sehr, sehr schade. Und dass wir uns dann lieber hier eine Schranke holen, da eine Schranke holen, ich muss jetzt einfach Größe 36, lass mich das als Beispiel nehmen. Mach den Raum mal auf. Mach den einfach mal auf. Und wenn du merkst, hör mal zu, was mit dir geschieht. Wenn ich dir jetzt sage, komm, alles ist möglich. Was geschieht mit dir? Welche Gedanken ploppen dir da auf? Welche Gefühle ploppen dir da auf? Ist es wie ein, Heimkommen, so ein Release? Oder ist es eher, aber das geht nicht und dann kommt doch und dann geschieht und dann, nein, da fällt ja alles auseinander. Lass mal das hochkommen, was hochkommen möchte. Hör dem mal zu. Und wenn du möchtest, komm mit dieser Erkenntnis an mich heran. Vor allem, wenn du merkst, es wäre schon cool, aber das geht doch nicht. Und so. Weil dann bist du genau da, so an dieser Schwelle. Also wenn du jetzt findest, bla bla bla, dann musst du bitte mich nicht anschreiben, weil dann würden wir uns gegenseitig nur missverstehen, weil wir dann auch wirklich, wir treiben auf zwei unterschiedlichen Eisschollen und das ist total okay. Wenn du merkst, wie schön, alles ist möglich, wow, das fühlt sich gut an. Du darfst dich immer getragen fühlen, du darfst dich immer sicher fühlen, du bist immer okay. Aber du merkst vielleicht so, ein bisschen Support, ein bisschen Klarheit, ein bisschen Wegweiser, ein bisschen, was ist richtig, was ist falsch, könnte dir da noch helfen, dann melde dich bei mir. Melde dich bei mir, unverbindlich. Lass es uns doch einfach kurz besprechen, wenn du möchtest. Und finde es heraus. Ich sehe es einfach immer so, wenn wir diesen Raum nicht beleben, bewohnen, nicht einnehmen, dann, ja, okay, du hast vielleicht ein bisschen ein einfacheres Leben, ein ruhigeres Leben, bin mir da nicht sicher, aber okay. Aber für mich ist es wie so ein bisschen das Leben verlebt. Also wenn du auch so ein bisschen das Gefühl hast, vielleicht hier und da verlebst du ein bisschen dein Leben, oder es geschehen immer wieder die gleichen Dinge, immer wieder die gleichen Situationen, immer wieder so Blockaden oder wie Hürden, die du vielleicht eigentlich schon mehrmals genommen hast, aber die kommen immer wieder. Oder du hast das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Oder du stehst vor einer Wand. Was ich dir da aufzähle, ist nirgends niedergeschrieben. Das sind einfach meine Erfahrungen, meine Erlebnisse. Und da habe ich Wege gefunden. Gute Wege. Schöne Wege, friedvolle Wege, liebevolle Wege, die ich unbedingt mitteilen möchte, mit dir teilen möchte, ohne hier, also es ist immer auch so schwierig, ich will hier nicht, sprich mit mir, melde dich bei mir, bitte, so soll es ja auch nicht sein, aber einfach irgendwie so kaltschnäuzig. Ja, das ist mein Angebot, nimm oder stirb, friss oder stirb, das bin ich eben auch nicht. Ich hätte schon unglaublich Freude oder ich habe unglaublich Freude, wenn sich Leute bei mir melden. Es ist einfach immer wieder etwas sehr, sehr Bereicherndes für uns beide. Und ich werde dir auch die Tage mal ein bisschen aufzeigen, wie es den Menschen geht, die sich bei mir gemeldet haben, was mit denen dann so passiert ist. So, wo habe ich denn begonnen? Ja, genau, bei diesem
Fitnesstraining und Figur und glücklich sein. Big Move ist einfach ein Werkzeug für dein Wohlbefinden. Und ich bin quasi ein bisschen dein Guide in Richtung deines Wohlbefindens. Dein sehr individueller Guide. Individuell, weil ich mich in dich und in deine Sphäre einklinke. Und alles ist okay. Es ist alles okay. Und glaub mir, es ist nicht so, dass du irgendetwas musst. Im Gegenteil. Ja, lass mich hier mal abbrechen. Und gib mir doch vielleicht mal ein Zeichen, Feedback, was du so darüber denkst und was dich interessieren täte. Und dann melde ich mich super gerne bei dir persönlich oder aber auch hier mal wieder so für alle. Habt einen tollen Schneetag. Wir waren gerade eine Stunde draußen. Aber ja, also jetzt kann ich also auch sagen, ich bin ready für den Frühling. Also ich meine, wir hatten ja Frühling und jetzt, nun denn, wir haben April. Es ist April. Hab einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.